Schön, dass du bei uns bist. Willkommen. Hallo, grüße dich. Eigentlich halten ja Igel und Eichhörnchen Winterschlaf. In deinem Buch machen das Menschen. Wie kommt es dazu? Es ist so, dass ich ein Bild finden wollte für die Unzugänglichkeit. Es kommt mir so vor, als würden wir in einer Zeit leben, in der alles unwahrscheinlich nahe zu sein scheint, greifbar zu sein scheint, wenn man so will. Aber es bleibt letzten Endes unerreichbar. Das ist ein Merkmal unserer Zeit, wenn man so will. Und das wollte ich ausdrücken. Die verrammelten Häuser, die die Protagonisten sehen im Verlauf dieser winterlichen Reise, sind sozusagen verrammelte Herzen. Dafür steht der Schlaf. Für die Leser oder Hörer, die das nicht kennen, sozusagen das Buch, wie funktioniert denn dieses Konzept des menschlichen Winterschlafs? Das hat ja ökonomische Gründe. Ja, das hat ökonomische Gründe. Es ist mir allerdings nicht wichtig gewesen, ein Endzeitszenario zu entwerfen. Die Menschen halten keinen Winterschlaf, weil es ihnen von einem totalitären System auferlegt würde, sondern sie machen das eigentlich gerne, weil es die Möglichkeit des Unterschlupfs bietet. Mir geht es so, dass ich ganz selten leider nur irgendwo unterschlüpfen kann. Ich erlebe das als sehr warm, einen wunderbaren Moment, einen sicheren Moment, wenn mir Unterschlupf gewährt wird. Und aus dieser Sehnsucht vielleicht heraus entsteht auch so ein Gedanke. Das klingt schon nach einer sehr persönlichen Aufarbeitung. Ist es das Buch? Ja, tatsächlich. Es hat mein Benjamin-Herzschlag ist dort zu hören in dem Buch, wenn man das so sagen kann. Ich hatte auch eine sehr schwere Zeit. Vor ungefähr 2 Jahren hatte ich ein ganz merkwürdiges Leiden. Ich konnte nichts mehr essen. Der Schluckvorgang ging nicht mehr reibungslos vonstatten und ich habe sehr viel Kilos abgenommen und ich musste mich einem Klinikaufenthalt unterziehen. Und ich glaube, es hatte etwas damit zu tun, dass ich die Welt nicht mehr so aufnehmen konnte, die sehr vehement war, sie rüttelt an meinem Gehäuse. Und ich dachte, dass das Aufrichtigste, was ich schreiben kann, und im Schreiben geht es immer um Aufrichtigkeit auch letzten Endes, ist, wenn ich das auch zur Sprache bringe. Das ist so eine persönliche Ebene in dem Buch. In dem Roman gibt es ja Menschen, die diesen Winterschlaf halten und welche, die das nicht tun. Da gibt es auch nationale Unterschiede. Inwiefern ist denn sollte dieses Gedankenspiel von einer geteilten Gesellschaft eine Rolle spielen in deinem Buch? Also, wie gesagt, es ging mir nicht darum, eine Gesellschaft auszuleuchten oder etwas über unsere Zeit auszusagen, indem ich ein Science-Fiction-Szenario wähle, sondern es ging mehr um den Transport eines Gefühls, nämlich dieses nicht in Kontakt stehen können mit der Welt, obwohl so viel Kontakt da zu sein scheint. Und ich glaube letzten Endes, auch wenn ich den Hang dazu habe, ein bisschen der Welt den Rücken zuzukehren und mich zu verschließen, wenn man so will, was kein guter Hang ist, ist es aber, glaube ich, auch nicht gesund, wenn man 3 Monate durchschlafen würde. Man begegnet dem Leben besser, wenn man sich hineinwirft. Und das machen die 3 Protagonisten, die 3 Charaktere. Da gibt es den melancholischen, nachdenklichen Robert, die taffe Anina und den augenscheinlich sehr harten Kerl Kudowski, zumindest der sehr hart erscheinen will. Woher kommen diese Figuren? Wo sind die entstanden? Es ist so, dass ich natürlich auch Figuren, die ich in meiner Klinikzeit erlebt habe, ein wenig gezeichnet habe in diesem Roman, ohne sie zu überantworten, dem Roman. Es ist immer so eigentlich, dass ich vielleicht mich ein bisschen nach einer gewissen Stärke sehne, die ich leider nicht habe. Und deswegen kommen häufig starke Männerfiguren vor, die so am Rande eine Rolle spielen und die den Hauptprotagonisten ein bisschen schubsen ins Leben hinein. Bei Crazy war es der Janusz, bei Flug der Pelikane ein Jimmy, der Pfannkuchen gebacken hat in einem New Yorker Restaurant, und jetzt ist es eben der Kudowski. Das hat sicherlich etwas mit einem Sehnen zu tun. Also ich bekomme immer mehr das Gefühl, wenn man das Buch gelesen hat, kommt man ihnen schon sehr nah und ihren Sehnsüchten auch. Im weitesten Sinne ja, ich glaube, dass man mir schon begegnet. In der Literatur wird ja darüber gestritten, ob man
immer nur über das schreiben sollte, was man wirklich kennt, oder ob man Geschichten aus der Ferne heranziehen sollte. Es gibt da verschiedene Meinungen. John Irving sagt, dass es die ganze Literatur unsäglich langweilig wäre, wenn alle immer nur über das schreiben würden, was sie kennen. Ich schreibe indes so, weil ich in Fühlung gehen will mit mir selber, und es bleibt mir nur zu hoffen, Siegfried Lenz hat es gesagt, wenn man ein Blatt ganz genau anschaut, wenn man es sehr genau betrachtet, dann sieht man die ganze Welt. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn man sich selber ein bisschen betrachtet, dass man dann auch etwas von der Welt sieht. Das wäre zu hoffen. Jetzt kommen wir natürlich auf einer Interpretationsebene in ganz, ganz wilde Ferne. Wenn du jetzt gerade schon Lenz erwähnst, der ja auch sehr, sehr gefühlsbetonte und schon sehr auffühlende Romane dann auch geschrieben hat, auch für ihn innerlich auffühlende Romane, ist da eine Verbindung zwischen dir und diesem ja schon sehr bemerkenswerten Schriftsteller Lenz? Ja, also es ist natürlich so, dass dieser Vergleich ein bisschen vermessen ist, weil Siegfried Lenz ein literarischer Gigant ist und ich am ehesten am Anfang meiner Reise stehe, wenn man das so sagen kann, literarisch und auch im Leben, hoffentlich. Es ist so, dass ich ihn sehr bewundere. Ich bewundere vor allem, dass er ein Intellektueller ist, aber nichtsdestotrotz ein Menschenfreund. Und das findet man eigentlich recht selten. Es ist oft etwas Unterkühltes in der Intellektualität der Dinge und der Menschen auch, wenn man so will. Und das ist bei ihm gar nicht so. Er ist ein sehr mitfühlender Schreiber und das finde ich wunderbar. Abschließend noch mal kurz zu dem sehr poetischen Titel Im Winter dein Herz. Wie kam es denn zu dem Titel? Der Titel wurde über Umwege geschaffen, und zwar deswegen, weil ursprünglich sollte der Roman Wir schlafen nicht heißen, weil es auch ein bisschen darum geht, die Augen zu öffnen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Menschen durch ihre Tage laufen wie in einer Art Dornröschenschlaf und dass es für sie ganz gut wäre, wenn sie wach werden. Aber den Titel hat es leider schon gegeben und deswegen mussten wir einen anderen suchen. Ich mag diesen jetzt auch sehr gern, weil er etwas Freischwebendes hat und so der Geschichte auch gerecht wird. Ich hatte sofort eine Assoziation zu dem Film Im Winter dein Jahr von 2008, vor allem, weil es in dem Film auch Protagonisten gibt, die so auf einer Reise zur Selbsterkenntnis sind. Ja. Der Zusammenhang, Im Winter ein Jahr. Genau. Im Winter ein Jahr, ja, genau. Zusammenhang Zufall? Ich habe den Film nicht gesehen, aber das ist häufig so, dass es dann Gefühle gibt, die sich woanders wieder äußern, und das ist auch sehr, sehr spannend. Also ich schaue mir den Film sehr gerne an. Vielen Dank für das Gespräch, Benjamin Liebert, dass du da warst. Danke dir.